zusammen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Es geht wie versprochen um das Thema GOBD, kurz gesagt um die Mail-Archivierung für 6 bzw. 10 Jahre. Wir haben uns jetzt für ein Angebot entschieden, was wir uns eingeholt haben von einem Cloud-Anbieter. Link ist in der Beschreibung unten. Das Ganze kostet 225 Euro im Jahr. Hört sich jetzt erstmal wirklich viel an. Vergleicht man das aber mit anderen Anbietern, wo ich im Monat teilweise schon 50, 60 Euro zahlen muss, ist das wirklich verdammt günstig. Und vor allem im Vergleich mit dem eigenen Server zu Hause, Stromkosten, Anschaffungskosten, Wartungskosten, Lizenzkosten für die Software, eventuelle Ausfälle des Servers, für die ihr dann verantwortlich seid, wenn ein eventuell kommender Wirtschaftsprüfer diese E-Mails nachvollziehen will. Und nein, es reicht nicht, dass ihr eure E-Mails in Outlook habt, auf Archivieren drückt und die dann irgendwo bei euch auf dem Rechner gespeichert sind. Es muss tatsächlich so sein, dass dieser Wirtschaftsprüfer mit einem Klick, das ist jetzt ein bisschen übertrieben natürlich, aber er muss sehr schnell und sehr einfach an diese Daten rankommen. Ansonsten kann es passieren. Es gab bis jetzt meines Wissens noch keinen Fall, schreibt es in die Kommentare rein, falls doch, wo ein Unternehmer eine Strafe zahlen musste. Aber Fakt ist, seit dem 01.01.2017 sind die Übergangsfristen zum Thema GOBD ausgelaufen. Das heißt, erwischt ihr jemanden, der euch nicht so wohlgesonnen ist vom Finanzamt oder Wirtschaftsprüfungsamt, weiß der Teufel was, dann kann es natürlich sein, dass ihr sofort Strafe zahlen müsst und dass ihr dann sofort eben diese Mail-Archivierung anschaffen müsst. Das heißt, das sind doppelte Kosten, die kann man sich einfach ersparen. Deswegen haben wir uns jetzt, wie gesagt, für den Cloud-Anbieter entschieden, für 225 Euro im Jahr. Und wir werden einfach gucken, wie das Ganze läuft. Zu dem Thema wird auf jeden Fall noch ein kleines Review kommen, damit wir euch eine Empfehlung aussprechen können oder eben nicht.